Ich möchte euch jetzt mitnehmen auf einen kleinen Rundgang durch die Straßenbahnwelt. Zunächst einmal hier in der Wagenhalle. Wir sehen hier einige abgestellte Straßenbahnen. Außerdem ausgestellt sind auch irgendwelche Einrichtungen, so wie jetzt hier gerade dieses Pult. Und hier sehen wir nochmal ein paar Fahrgastbänke und einen Schalterverkauf. Hier eine Gleisbauarbeiten-Szene nachgestellt mit Originalschildern und einem kleinen Bauwagen. Also alles sehr aufwendig und schön nachgestellt. Ja, hier nochmal ein tolles altes Schild von damals. Da ist auch viel geboten. Sie haben sehr viele Originalschilder hier auch. Und sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das sieht man schon, kleine Szenen nachgebaut und das Ganze recht schön gestaltet. Hier ein Straßenbahnwagen, ein ziemlich alter, der aber auch sehr schön hergerichtet wurde. Und hier eine Lok und eine Feldbahnlok links daneben, die wahrscheinlich irgendwo im Raum Stuttgart auch unterwegs war. Hier sehen wir eine Modellbahnanlage von einer Straßenbahnlinie. Hier nochmal ein Straßenbahnwagen, der, denke ich mal, auch in Stuttgart unterwegs war. Und hier dann, eigentlich kennt sie jeder, die typischen Stuttgarter Straßenbahnwagen in Gelb-Schwarz. Auch hier nochmal alles schön nacheinander abgestellt. In manche kann man auch reingehen, das werden wir gleich noch sehen. Hier haben wir ein Modell von allen möglichen Fahrzeugen, die jemals bei der SHB bzw. SSB im Einsatz waren, zum Beispiel hier ein O305. Hier ein Partywagen oder eine besondere Straßenbahn der Verkehrsbetriebe in Stuttgart. Ja, hier sind wir dann eben innen im Wagen drin, in den Straßenbahnen drin. Man kann eben in manche reingehen. Da ist dann mit einer Geräuschsimulation das Straßenbahnfahren nachempfunden. Man kann hier alle möglichen Texte lesen über die Geschichte der Fahrzeuge, kann eben reinschauen, sehr schöne Fahrzeuge, sehr schön aufgearbeitet und restauriert. Ja, hier so ein typisches Festhaltenschild. Und hier nochmal der Blick einmal quer durch den Wagen. Hier sehen wir einen Teil vom Rollband, da jetzt hier speziell die Liniennummer, die ja dann vom Fahrer verstellt werden kann, eben als Rollband. Hier auch nochmal Blick quer durch den Wagen, links mit diesem Haltewunschknopf, den man ja auch noch aus den alten Bussen kennt. Hier nochmal in Nahaufnahme, also in den alten Bussen, Standard 1 Bussen wie O305, MAN, SL etc. waren die ebenso verbaut wie in den Straßenbahnen. Hier außen nochmal eben zwei typische Stuttgarter Wägen. Und hier schon ein etwas moderneres Modell, so wie ich das jetzt sehe. Hier die 340. Ja, und hier hinten ist dann die Fahrzeughalle zu Ende, aber ein paar schöne abgestellte Fahrzeuge und insbesondere auch zwei Busse gibt es da noch. In einem Bus, das ist ein modernerer, ich denke auch von Mercedes-Benz, sind hier ja, Texte über die alten Busmodelle ausgestellt. Hier sehen wir den VDV-Arbeitsplatz des Fahrers. Und hier nochmal eine Straßenbahn. Ja, und jetzt kommen wir zum absoluten Schmuckstück. Nämlich einem Bus, der gerade in der Aufarbeitung ist, einem alten Daimler-Benz. Jedenfalls ist das Ding noch absolut in der Aufarbeitung und ist da eben abgestellt, sodass man sich das auch mal anschauen kann. Genau, oh, 6600H heißt er. Ein sehr altes Gerät. Ich habe auch nochmal hier den Fahrerarbeitsplatz ein bisschen fotografiert. Schönes altes Lenkrad. Ja, genau, hier sieht man auch, fehlt ein Kombi-Instrument im Armaturenbrettträger. Und hier haben wir nochmal einen schönen Straßenbahnwagen.
Ja, hier ausgestellt sind nochmal ein paar Schilder und ein schönes altes Foto von damals. Genau, und hier haben wir jetzt zwei Druckluftanzeigen von VDO, Bremsdruckanzeigen mit dem runden Rand, den man ja von Mercedes-Benz kennt, und ein Feststellbrems- oder Federspeicher-Feststellbremsventil von Wabco. Das habe ich jetzt mittlerweile auch schon ein neues, aber das an anderer Stelle mal. Hier eine Komplettskizze oder ein Komplett-Zusammenarrangement, dass man eben sieht, was mit was zusammenspielt. Hier ein Fahrersitz mit zeitgenössischer Schaffner- oder Fahrermütze. Und hier ganz, ganz tolle Lichtzeichenanlagen für Straßenbahnen, Busse, teilweise auch Kfz, also Autos. Und da haben sie eben ja schon einige ausgestellt, die dann da auch wechseln, dass man mal alle Zeichen gesehen hat. Hier noch ein sehr schöner Straßenbahnwagen, finde ich, der rot-weiße. Hier steht es auch nochmal dran, ein schaffnerloser Wagen, das war ja nicht immer so selbstverständlich. Hier ein Schild für eine sehr schnell wirkende Bremse, auch sowas will bedacht sein. Und hier haben wir nochmal ein richtig schönes Rollband, eine Zielanzeige in der Straßenbahn drin. Und hier ein Fahrleitungsmesswagen. Auch ein ganz spezielles Fahrzeug in schöner Lackierung. Und fragt mich nicht, für was das ist. Wahrscheinlich auch irgendwie für die Fahrleitung. Ein uraltes Vehikel. Und hier sehen wir nochmal eine Straßenbahn, wo man eben reingehen kann. Türen waren offen, man kann reingehen, man kann sich einen Film drin anschauen und da ein bisschen durchschauen. Hier nochmal das Rollband von außen oder kein Rollband, ein Steckschild in dem Fall. Hier sieht man nochmal schön das Tragwerk der alten Fahrzeughalle. Sehr schön alles restauriert und aufgearbeitet. Und hier ein beleuchtetes Verkehrszeichen. Die gibt es ja auch immer seltener mit Achtung, Trambahn-Schild. Also an jedes kleine Detail wurde auf jeden Fall gedacht. Hier die verschiedenen Sitzbänke der verschiedenen Zeitepochen. Und hier nochmal abschließend ein Gesamtblick über die komplette Fahrzeughalle. Dann gehen wir jetzt mal nach außen. Hier ein Bild von der Fahrzeughalle oder von dem Museum außen. In diese Fahrzeughalle fahren regelmäßig die Straßenbahnen. Da kann man, glaube ich, nicht rein, soweit ich weiß. Hier steht schon eine bereit zur Linienfahrt mit AEG Lavamat-Werbung. Und hier steht das gute Stück der O317G. Aus dem Jahre 1974, er steht schon bereit. Und hier nochmal ein Bild von dem Straßenbahnwagen, der da immer pendelt als Museumsfahrt. Ja, und hier haben wir ihn jetzt in voller Breitseite, den wunderschönen O317G von Daimler-Benz. Ja, natürlich auch mit dementsprechendem schönen großen Emblem. Und der Bus ist wirklich auf Hochglanz poliert. Gottlieb Schenkerle steht drauf. Schlenkerle, Entschuldigung. Was auch immer das heißt oder was es auch immer bedeutet. Ja, hier haben wir das schöne Rollband. Ein toller Rollbandkasten, den man dann auch von innen nochmal sieht, wie man den bedient. Das werde ich euch gleich noch ein bisschen erklären. Hier eine Seitenaufnahme von den Türen mit der Stülpfront dürfte es sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier hinten mal das Gelenk fotografiert. Und hier nochmal von vorne ein richtig, richtig schönes Fahrzeug. Toll auch mit den verchromten Scheibenwischern. So, und hier ist jetzt ein ganz besonderes Vehikel einfach mal vorbeigefahren. Zufällig ein Saurer-Bus aus der Schweiz, umgebaut zum Wohnmobil. Ja, und hier sehen wir jetzt innen im O317G den Fahrerarbeitsplatz, Armaturenbrett und Geldwechsler mit wunderschönem Lenkrad, finde ich. Sehr schön hier mit den Kontrolllampen und das Armaturenbrett ist auf Hochglanz poliert, wurde auch neu lackiert. Das sieht man wirklich, es ist wirklich sehr fein. Hier haben wir die Rollbandkurbeln, die sind eben fürs Einstellen des Rollbandziels zuständig. Also auch was sehr Altes, so wird das dann bei mir auch laufen, aber dazu jetzt mal nicht mehr. Hier der Geldwechsler von Kraut. Und hier ein schönes zeitgenössisches Schild.
Hier haben wir ein schönes Steckschild, denn ich bin ja auf der Linie 23E unterwegs gewesen und dementsprechend wurde dann auch ein Steckschild angebracht. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit den Filmaufnahmen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und es wird zu Turbulenzen während der Fahrt kommen, das kann ich euch schon mal versprechen. Also bleibt dran, ich werde euch gleich nachher mitnehmen auf ein sehr spannendes Erlebnis. Ja, ich kenne mich schon langsam.